Ich auch von dir. Darum habe ich es gesagt. Es wäre zu schön gewesen, wenn wir das synchron gesagt hätten. Ne, da wollte ich nicht hin. Ja. So, welcher war's? Ich glaube ja fast in der hier. Damit. Ja, du kannst mit so einer ro roten Bombe hingehen, das ist einfach kein Problem, aber wenn du es wagst, draufzutreten, dann. Dann hält das nicht mehr durch. So, also nochmal. Gut, ich glaube, ich gucke mir erstmal in die andere Richtung um. Schau mal, jetzt kannst du das gleich viel besser lesen. Danger, danger, beware of avengers, do not use many bombs. Nicht viele Bomben, einzelne sind okay. Hat das Ding gerade gebrannt? Ja. Wieso brennt das Ding? Das habe ich noch nie ausprobiert. Tja, jetzt weißt du's. Ja, ich hab's halt einfach gut sein lassen und hatte halt nicht das Bedürfnis, noch weiter Dinge zu zerstören, aber. Ich wollte halt gucken, ob da noch was anderes passiert. Das sollte auch nur ein Scherz sein. Okay. Also, ich weiß nicht, den Sprengradius von den du jetzt hast, verglichen mit späteren, schon ein kleiner Unterschied. Ja, ein kleiner. Kleines Bömmchen. So. Ist das nicht eine schöne Wand? So, die Lawine wäre ausgelöst. Ach ja, Animation der damaligen Zeit. Wunderschön. Also für den N64 finde ich die Lawine richtig gut. Naja, war ja auch nicht schlecht, aber. Ja, du siehst halt einfach den Grafikstil der damaligen Zeit. In denen diverse Sachen einfach durch sich wiederholende, bewegende Texturen dargestellt wurden. Okay, hier wäre auch eine Goldkarte. Gut. Ja, hast schon mal zwei. Schau mal einen Baum, der da an der Klippe steht. Da wird garantiert keine Goldkarte drin sein. Sagt er, nachdem er sie einsammelte. Ja. So. Das war nicht knapp. Nee, überhaupt nicht. Der hätte sich auch garantiert bei dir entschuldigt, wenn er dir auf den Kopf gefallen wäre. Glaube ich auch. Ich Manchmal entschuldige hört man mich, es tut mir leid, ich habe versehentlich euer Haus zerstört. dieses Haus, aus dem aus irgendeinem Grund unendlich viele davon kommen, die alle auf einem Schneebrett aus der Tür rausspringen. Wobei das sicherlich auch irgendwie interessant wäre, wenn du dein Haus oben auf so einem Berg genau so baust, dass du einfach zur Hintertür raus mit einem Schneebrett loslegen kannst. Machst noch so Griffstangen hin und dann schwingst du dich einfach zur Hintertür raus. Und fährst schon. Hallo, Rüstungsteil.
Wie man ja weiß, sind die Gesetze der Physik bei Schneedächern außer Kraft gesetzt. Naja. Naja, das ist halt auch... Genauso wie unter Wasser. Unter Wasser sind die Gesetze der Physik auch außer Kraft gesetzt. Habe ich von Rufus gelernt. Naja, Physik ist aber halt auch letztendlich eine Entscheidungssache. Ob du jetzt gerade Lust drauf hast, dass physikalisch bei dir alles seine Richtigkeit hat, oder ob du dir denkst, nee, heute habe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich Lust darauf, dass das funktioniert. Ja, eben. Und naja, zumindest... Das haben mir meine Politiker beigebracht. Das Physik. Da ist das Let's Play doch gleich politisch. Naja, was denn? Ist doch so. Ja, die Kritik ist auch durchaus berechtigt. Den sah ich nur gerade einfach nicht kommen. Der war gut. Ach ja. Okay, steigen wir einfach den Berg hoch. Ich habe ja das Gefühl, dass das hier der Ausgang ist. Ich weiß nicht warum. Kann jetzt aber auch nicht nachvollziehen, wie du darauf kommst. Da ist eine Gerätschaft, die ich nicht kenne. Erstmal Bombe drauf. Ja, tut mir leid, du kannst nicht alles mit Sprengkraft lösen. Aber ich bin Bomberman, ich muss alles mit Sprengkraft lösen. Nee, du bist der 64er Bomberman, der löst seine Probleme auch, indem er über seine Bomben drüber springt, weil er nach der Einleitung vergessen hat, wie das geht. Lass mich raten, Pfeil. Nee, dünnes Symbol, das einem Pfeil ziemlich ähnlich ist. Okay. So. Genau, jetzt muss ich noch... Tja. Hallo, Rüstungsteil. Ist... Ich dachte jetzt gerade schon. Da komme ich nicht auf normalerweise hin. Naja. Ja, die brauchst du aber eben auch nicht. Also wenn du sie unbedingt sammeln möchtest, kannst du das natürlich tun, aber... Ist halt nicht Teil der Aufgabe. Das ist korrekt. So. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, komme ich wieder zu der Stelle, wo die roten Bomben waren. Da war schon mal nichts. Im Übrigen ist es bei Häusern auch vollkommen normal, dass wenn du da eine Bombe dran legst, dass einfach der untere Teil weggesprengt wird und das Dach bleibt. Ja, das wusste ich, deswegen habe ich es ja auch so gemacht. Der stabilste Teil eines Hauses ist immer der Dachgiebel. Mhm. Muss es ja auch. Wie soll denn sonst bitte der Untergrund das den Dachgiebel halten, ne? Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich, wenn dann Stürme passieren und sowas, dass dann da halt Sicherheit gewährleistet ist, denn von unten wird ein Haus halt normalerweise nie in irgendeiner Form beschädigt. Das passiert einfach nicht. Eben. Weißt du, Häuser können nur durch Meteoriteneinschläge kaputt gehen. Ja, genau. Ist schon komisch, dass das einzige Naturphänomen ist, ne? Mhm. Das sind Hurricanes natürlich. Ja, natürlich. Da gibt's auch nichts anderes. Ich meine, letztens ist da wieder einer da gewesen und dann... Ach, hat er mir meinen Garten verwüstet und ich dachte mir... Schon wieder. Ja. Für einen Moment dachte ich jetzt einfach, der Pfeil reagiert nicht und du läufst einfach über die Plattform drüber in den Abgrund. Wahrscheinlich, ja. So. Das war das. Das war jetzt vielleicht nicht die schlaueste Idee.
Wieso? Weil du jetzt noch zweimal ran musst. Ja, was du nicht sagst. So ein Mist aber auch. Jetzt muss ich doch tatsächlich noch zweimal hier rein. Ja, ich meine im Gegensatz zu anderen Level, wo du nie mehr als zweimal ran musstest. Es war ja überhaupt nicht meine Intention, zweimal noch rein zu müssen. Was mache ich denn nun? Okay. Dann muss ich wohl die Goldkarte doch jetzt schon einsammeln und nicht erst nach dem Ende des Spiels. Ach so, das war deine Idee. Ja klar, Entschuldigung. Konnte ich ja jetzt weiter. Ja, 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 doch. Ah. Du hast mir gestern nach der Aufnahme gesagt, du solltest mal demnächst eine Goldkarte auslassen. Ich dachte mir, die Gegner-Goldkarte, da weiß ich wenigstens, was ich machen muss immer. Ja, das war das. Ja, stimmt, klar. Natürlich. Und natürlich halt hier im Eisgebiet, weil das am logischsten ist. Hier sieht man ja auch, dass die Gegner am leichtesten anzutreffen sind. Ja, das verstehe ich vollkommen, dass du dir gedacht hast, hier ist der beste Ort, um die Goldkarte auszulassen. Das versteht sich eigentlich von selbst. Ich weiß nicht, wie ich auf andere Gedanken kommen konnte. Und siehst du, der Giebel ist wirklich das Stabilste. Da kannst du mit einer Bombe machen, was du willst. Sag ich doch. Das ist halt ganz logisch. Der wirft auch ganz logisch in eine komplett andere Richtung. Ja, das machen Schneemänner immer. Wenn ich einen Schneemann draußen baue, dann wirft er immer in die andere Richtung. Sollte er auch, es ist ja auch dein Schneemann. Jetzt kommst du hier auch noch mit Logik, das kannst du doch nicht bringen. Entschuldigung. Das könnte die Zuschauer überfordern. Genauso logisch, wie das Bomberman effektiv gerade sein Gesicht die ganze Zeit im Berg vergraben hat. Der ist weiß, der besteht aus Eis, das macht ihm nichts. Der ist weiß, der besteht aus Eis, alles. So, gut. Stage Nummer 2. Ja. Nächster Boss. Ja, der so ein bisschen weiblich aussah. Aber wahrscheinlich ist er kein weiblicher Boss. Ach, bei dem hattest du das Gefühl, der sah weiblich aus? Mhm. Ich hätte eher gesagt, bei Artemis. Du meinst Yugi? Ja. Auch weil Artemis für mich weiblicher klingt. Also, wenn sie Geräusche von sich gibt. Das hat schon mal nichts gebracht. Na, Regulus ist auf jeden Fall schon mal mein Liebling unter den Gegnern. Und... tot? Okay. Yep. Der hat dich aufgeschlitzt. So. Gut, kann ich nichts tun. Große Bombe treffen, alles klar. Große Bombe nochmal treffen. Kann er sich wieder selbst heilen? Ich glaube schon, dass die Lebenspunkte wieder zurückkriegen, ja. Jetzt hast du ihn verwirrt. Oh Gott, bei Bob, was soll ich denn machen? Das hat keinen Effekt. Na komm. Gut. Mhm. Ja. Musst du noch eine herausfinden?
However, you upset me, prepare to meet your fate. Aha. Du hast mich sauer gemacht. Möchte ich dir jetzt mal mitteilen, das hat mich jetzt gerade schon ein bisschen erzürnt, ne? Ja. Okay. Leider reicht's noch nicht. Aber ich habe ja du hast den eine Idee noch. Hast ihn noch nicht oft genug verkloppt, ich verstehe das schon. So. So. Zwei. Mist. Na? Ha, ich hab's gewusst. Sehr gut. Ich hab's gerade schon gesehen, du hattest gleich den richtigen Ansatz. Also was das angeht, hast du hast ein ziemlich gutes Gespür. Lediglich beim Leviathan war es halt ein bisschen problematischer, aber ansonsten. Das ist sogar ziemlich schnell. Ach ja, viel Spaß mit dem nächsten Level. So. Na dann. Das sieht wie ein riesiger Eisrutsche aus. Shiny, Slippy, Icy Floor. Wird bestimmt nicht rutschig sein. Weil Spiele haben niemals was Rutschiges in ihren Eisleveln. Nee. Eislevel sind auch vollständig ohne, dass irgendwas rutschig ist. Ja, eben. Deswegen sage ich ja. Wenn es doch bloß mal rutschige Eislevel gäbe. Das wäre mal eine total neue Spielidee. Ja, irgendwie. Es wäre halt einfach auch realistischer, ne? Bei Eis würde man eigentlich schon an was Rutschiges denken. Ich meine, wer sich schon mal im Winter auf Eis aufs Kreuz gelegt hat, der wird das nachvollziehen können, dass das eigentlich unabdingbar ist bei dem Thema. Dass die Spieleentwickler einfach noch nicht auf diese Idee gekommen sind. Das war witzig. Und was hältst du davon, dass das Ziel quasi direkt vor deiner Nase ist? Du meinst das da drüben? Der Aufzug da, ja. Aufzug? Ach, das. Ja. Das Ding hier meinst du? Das Ding hier meine ich. Ja, finde ich schon cool. Hä? Wortwinds nicht geplant. Er hat nicht den englischen Spruch benutzt. Dem wäre das hier wieder Gegner, die sich aufteilen. Das ist super. Keine besseren. Naja, jeder aufgeteilte Gegner gilt auch als weitere Erledigung, von daher. Ja, eben. Ganz genau abgepasst. Ich glaube, das hier wird dein Lieblingslevel. Meinst du? Wieso? Deswegen. Ah, verstehe. Gravity Man lässt grüßen. Weil Gravity Man bekanntermaßen die Kamera verstellt. Guck mal, das ist eine Goldkarte. Ja, rennen meine Bombe rein, ist eine super Idee. Also ich finde ja Kamera verstellen plus Eisphysik grundlegend eine super Idee. Ja, klar.
Vor allem hast du, wenn sich die Sicht dreht, auch über alles, was mit Explosion zu tun hat, noch so einen guten Überblick. Kannst du übrigens immer noch Bomben mit R anhalten. Kann ich das, ja? Tatsächlich ja, die Fähigkeit hast du nicht verloren, als ich die Kamera drehte. Das hat mich nicht gekillt, okay. Nee, nicht jeder Gegner tötet dich sofort. Ich soll mehrmals R drücken, damit es richtig anhört. Ja, genau das muss man tun. Das liegt nicht daran, dass hier Eisphysik da ist und die Bombe weiter splittern lässt. Nee, nee. Sag ich ja. Das liegt eben nicht daran. Ja. Physikalische Korrektheit ist halt, wie gesagt, unwichtig. Genauso wie eben rutschige Oberflächen bei Eisleveln, die angehalten werden. So. Der Hintergrund funktioniert tadellos, übrigens im Emulator. Wieso? Oder liegt das an Discord, dass ich hier die ganze Zeit blaue Punkte im Hintergrund sehe? Blaue Punkte? Ich sehe keine blauen Punkte. Ja, vielleicht liegt ich sehe so eine Art Sonnenstrahl, Eiswanddingens, Abendrot, keine Ahnung. Ja, dann lag es vielleicht doch an der Übertragung. Okay. Vielleicht, wenn du es so siehst, sieht es vielleicht in der Aufnahme auch so aus. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Ah. Das wird interessant. Sag ja, das Level ist großartig. Ich wette, hier gibt's eine Goldkarte. Wenn es nur ein Rüstungsteil ist, dann kann ich es ignorieren. Tja, das sehen wir gleich. Hoffentlich zumindest. Rüstungsteil. Okay, das war das letzte Mal, dass ich lang gegangen bin. Ja? Möchtest du nicht unbedingt dieses Rüstungsteil haben? Zumindest nicht, wenn ich jetzt sterbe. Denn ich weiß auch nicht warum, aber es ist doch relativ anstrengend, hier lang zu laufen. Also ich weiß nicht, ich finde, hier wird sich ein Windeffekt noch gut machen. Oh ja, stimmt, der fehlt. Ich meine, der würde sich generell ziemlich gut machen in Bezug auf... In Bezug auf Eisphysik, ich bin mir sehr sicher, dass das nicht in irgendeiner Form zusammen anstrengend werden könnte.